Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video von eurer Gameplayerin. Ja, und wie ihr wahrscheinlich schon am Hintergrund erkennen könnt, ich bin noch nicht hundertprozentig fertig, aber ich bin so weit fertig, dass ich euch das Ganze schon mal zeigen kann. Und zwar stehe ich hier in bzw. etwas oberhalb von meiner Metallstadt und die schauen wir uns jetzt einmal an. Ja, und so sieht jetzt das, ich sag mal, fast Endergebnis aus. Wie ihr seht, hier unten hat sich natürlich nicht wirklich was verändert. Hier sind die zwei Tierpferche geblieben. Dann ist hier, ich glaube, die Zucht geblieben. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die beim ersten Video schon drin war. Mittlerweile habe ich zwei Luxusstationen, wo sich meine Pals entspannen können, was auch einige natürlich immer wieder gerne ausnutzen, wie man sieht. Dann, ich habe bisher nur einen Brutkasten, aber ich wollte da natürlich auch noch mehrere von aufstellen. Ich habe hier meine Ecke mit unendlich viel Stein und unendlich viel Holz. Da hinten stehen auch noch meine alte Anubis-Statue und ja, dieses alte Oasenbecken. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie das heißt. Zwei Zerkleinerer stehen hier unten und den Rest zeige ich euch am besten mal von unten direkt. Und zwar habe ich nun hier meine Häuser stehen. Ein Springbrunnen steht hier in der Stadt. Was mir noch fehlt, ist auf jeden Fall Salat war es, glaube ich. Tomaten sind auf jeden Fall da. Ich meine, Salat fehlt doch. Oder zumindest eine Sache fehlt noch, die ich noch hier reinsetzen wollte. Das wird dann hier so in die Mitte gebaut, so drumherum. Ich habe extra hier die Chest stehen gelassen, damit ich davon nicht gestört werde. Hier vorne steht meine Mühle immer noch und ich denke mal, die werde ich da auf jeden Fall auch stehen lassen. Der Generator steht hier direkt vor dem Haus. Die ganzen Häuser, hatte ich ja schon gesagt, die sind alle mit Metall gemacht. Und ja, ich habe ja gesagt, das soll ein bisschen verschönert werden. Das habe ich auch getan, indem ich hier überall Grünzeugs dran gehangen habe. Dann die Verbesserung vom Feuer und hier sollen dann natürlich auch nochmal diese Endöfen reinkommen. Die habe ich leider noch nicht freigeschaltet, weil ich bin erst bei Level, ich glaube, 41 angekommen. Und natürlich immer, wenn man ein Video machen möchte, wird es dunkel. So, nein, ich habe nicht gecheatet. Ich habe jetzt nochmal eben mich ins Bett gelegt, damit ich euch mal kurz zeigen kann, wie das Ganze natürlich im Hellen aussieht. Also wie gesagt, hier sollen diese Endöfen, sage ich jetzt mal, reinkommen mit der Zeit. Dauert allerdings noch eine ganze Weile, deswegen wollte ich euch nicht länger auf die Folter spannen und das Ergebnis aktuell zeigen. Hier sieht es natürlich auch noch ein bisschen aus mit Kuddelmuddel. Hier sind noch die alten Fließbänder, die stelle ich ja absichtlich immer so ein bisschen versetzt dann hier hin. Da werden dann mit der Zeit natürlich noch die neuen Fließbänder hinkommen und das wird dann auch schön parallel hier hingestellt, damit das auch schöner aussieht. Hier vorne ist der, ja, ich sag mal, Klamottenraum für unsere Pals, wenn man so möchte. Man beachtet übrigens die schönen Details. Ich finde es absolut klasse, was sie sich da haben ausdenken lassen. Area steht da auch noch drauf. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, und hier ist sogar ein CD-Player, ist es, glaube ich. Nee, eine Kaffeemaschine ist es drin. Ein paar Bücher sind drin. Was diese Dreiecke sind, diese komischen Pyramiden, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Es ist nur so ein Deko-Element, glaube ich. Dann die Passive, damit die Pals schneller arbeiten können. Hier ist nochmal die kleine Bank, um sich Palsfähren zu machen. Die kleine Werkbank meine ich natürlich. Die wird auch da stehen bleiben. Dann hier die Werkbank, um sich Palsfähren zu machen. Die kleine werde ich auch zusätzlich stehen lassen. Und die kleine Waffenbank werde ich auch zusätzlich hier stehen lassen. Hier ist übrigens auch der Schneemann, damit meine Pals sich besser ums Kühlen kümmern können. Hier muss ich mal schauen, wenn ich die Fließbänder hier hingestellt habe, so in Reihe und Glied sozusagen, werde ich hier wohl auch an der Wand entlang noch ähnliche Sachen wie da vorne bauen. Also Spinde, Regale, alles was so in diese Richtung geht. Hier hinten wollte ich ursprünglich mal bauen. Deswegen hatte ich hier schon die Platten hingemacht. Aber das Problem ist, mehr als diese Platten durfte ich nicht machen. Ich wollte eigentlich hier vorne noch eine Platte hinmachen und dann hier so zwei noch daneben, dass ich so zweimal drei hätte. Und das dann nochmal als eigenen Raum, einfach nur so für Deko-Elemente, wo ich nichts mehr machen muss. Aber es kommt immer der Hinweis, dass ich zu nah an irgendein Objekt baue
obwohl hier gar nichts ist. Also klar, hier sind diese großen Dinger, aber daran wird ja da nicht gebaucht. Das würde dann ja so hoch gehen. Also ich habe keine Ahnung, was das soll, aber es hat auf jeden Fall nicht so funktioniert, wie es eigentlich mal geplant war. Deswegen habe ich die Tür hier immer verschlossen und ja, kann da eigentlich nur raus, wenn ich mal schreien muss oder sonst irgendetwas. Dann haben wir hier noch den Tisch zur Reparatur stehen. Einen Tisch, um Sättel und so weiter für die Pals herzustellen. Und hier kommt die Alchemie-Ecke hin. Das heißt, da wird dann später nochmal dieser größere Alchemietisch reingestellt. Wobei ich den auch optisch, ehrlich gesagt, immer noch sehr klasse finde. Ich weiß nicht, ob ich den zusätzlich eventuell noch mit reinstelle, dass ich den dann irgendwo da hinten als Deko-Element einfach noch reinsetze in diesem Bereich, der halt eben nicht genutzt werden kann. In diesem Bereich wollte ich wahrscheinlich noch so zwei, drei von den größeren Kisten hinstellen. Vielleicht, je nachdem, wie groß das ist, auch diese ganz große Kiste. Ganz speziell meine ich diese hier damit. Allerdings habe ich die irgendwo mal gesehen und die ist, glaube ich, sehr, sehr groß. Deswegen muss ich mal schauen. Und man braucht natürlich auch wieder 19 Metallbarren. Natürlich meine ich nicht 19, sondern ich meine 119 habe ich aktuell. Ja, und hier, wo ich dann den neuesten Alchemietisch hinstellen will, da kommt dann hier rechts auch nochmal größtenteils in dem ja, normalen Nutzbereich, sage ich mal, rein. Dieser Kessel war es, glaube ich, der dann die Alchemie beschleunigt. Hier sieht es natürlich ein bisschen durcheinander gewürfelt aus. Ich habe nur das gemacht, was ich machen musste, nämlich diese zwei großen Palbetten, die musste ich machen für die nächste Stufe. Die kleinen Palbetten musste ich machen und ansonsten habe ich noch alles die alten. Die werden aber zumindest noch ausgetauscht gegen diese grünen hier. Was ich mit den großen mache, da bin ich mir ehrlich gesagt noch nicht ganz sicher, ob ich da auch kleine grüne draus mache oder ob ich die einfach so stehen lasse. Das ja, muss ich mal schauen. Dann, wenn wir hier reingehen, ist hier der Aufenthaltsraum. Und ich sehe gerade, ich habe sinnigerweise das Dach vergessen. Also ihr müsst euch jetzt hier ein Dach vorstellen, was ich noch nicht gebaut habe. Ich werde es wahrscheinlich so wie hier machen, dass ich dann einfach nur ein Schrägdach von einer Seite habe, weil ich schon mal das Problem hatte in einem anderen Haus, wenn ich diese Dächer so habe wie hier. Und direkt hier an diese Fläche dran bauen möchte, dann hält das nicht. Also links kann ich es nicht machen, rechts hält es dann nicht. Es kann aber auch sein, dass ich es eventuell so mache wie hier, dass das dann so als Dach ist. Muss ich mal schauen. Ich wollte nämlich den Trick anwenden, dass ich da oben dran etwas baue, also so eine Fläche baue, nach oben, damit sich dann von hier unten das Dach mit der Mitte oben verbinden kann und die Fläche dann später abreißen und dann hier auf der Seite dieses Schrägdach noch reinmachen kann. Ja, jetzt ist es Open Air hier gerade. Ehrlich gesagt, habe ich da jetzt überhaupt nicht mehr dran gedacht. Ich war eigentlich nur so happy, dass ich das Video für euch aufnehmen kann. Entschuldigt es bitte. Aber wir haben ja auf jeden Fall schöne Beleuchtung dadurch. Ja, hier ist der alkoholische Bereich, sage ich jetzt mal. Hier ebenfalls. Und hier soll noch ein Fernseher draufgestellt werden, den ich aber immer noch nicht freigeschaltet habe mit Level 41. Und ehrlich gesagt, aktuell auch gar nicht so richtig weiß, wann ich den freigeschaltet bekomme. Deswegen habe ich das jetzt einfach mal so gelassen. Das ist, wie gesagt, der Aufenthaltsraum, wo man sich ausruhen kann, wo man was essen kann, wo man Fernsehen schauen kann. Den Fernseher mit den beweglichen Bildern, den kennt ihr schon aus anderen Videos von mir. Dann kommen wir hier raus, gehen. Hier werde ich wahrscheinlich noch ein Regal oder sowas hinstellen. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, aber ich hatte jetzt auch keine Materialien mehr. Und ich war mir auch nicht sicher, was ich jetzt hier mit den Betten mache. Wenn ich die Betten alle ein bisschen nach links, nach oben ziehe, also ein bisschen auseinanderstelle, kann ich natürlich schlecht noch ein Regal hinstellen, wenn ich jetzt tatsächlich große Betten hinstelle. Deswegen habe ich es erstmal so gelassen. Ja, hier ist nochmal so ein bisschen Ecke gewesen, wo sowieso kein Pal hinkommt. Da habe ich mir dann nochmal so eine kleine alkoholische Ecke hingestellt. Nein, ich habe selber eigentlich nicht so mit Alkohol, aber irgendwie mache ich das überall in meine Häuser rein. Ich weiß auch nicht. Es soll halt sehr einladend sein. Dann habe ich hier nochmal einen Schminktisch drin. Das ist so die Ecke, wo die Pals eh nicht hingehen müssen. Mein Schreibtisch ist hier. Da kommen noch ein paar Blumen später rein. Hier ist nochmal ein Klavier. Hier hat man übrigens nochmal eine halbwegs schöne Aussicht so nach draußen. Warum der Horizont da hinten immer so einen blauen Streifen haben muss, ich habe es bis heute nicht verstanden. Vielleicht kann mir das einer erklären, ob die Unterwelt und die Oberwelt da zusammengeklebt wurden. Wir leben hier alle im Tartarus. Ich habe keine Ahnung.
Hier ist nochmal etwas Stauraum, sage ich mal. Also eine Kommode steht hier noch. Dann haben wir hier auch nochmal eine Kommode. Hier habe ich jetzt noch mein altes, ich glaube, mieses Bett heißt es. Da kommen auf jeden Fall nochmal zwei von den besseren Betten rein. War mir jetzt aber im Moment nicht so wichtig, weil ich das Bett halt nur, ja, im Endeffekt brauche, um die Nacht zu überspringen. Deswegen, die werden dann später nochmal reinkommen. Ich brauche die Ressourcen erstmal für wichtigere Sachen. Dann habe ich mir hier schon mal eine Lampe reingemacht. Es werden auch noch weitere Lampen folgen, damit es nachts tatsächlich auch ein bisschen heller hier ist. Aber das dauert noch ein bisschen, weil ich muss erst noch Elektrodüsen farmen. Ja, und hier ist dann nochmal eine Kommode mit Büchern drauf, alten Büchern. Aber wer kennt sie nicht, die Originalromane? Vielleicht sind es Märchen oder sonst irgendwelche Geschichten, Shakespeare oder sonst was. Man hat sie doch immer gerne zu Hause. Ja, hier ist dann der Badezimmerbereich, wie schon mal erwähnt, mit einigermaßen Spiegelung meines Charakters, was ich sehr cool finde. Was nur ein bisschen schade ist, weil man keine normale Spiegelung hat. Was man ja schon aus anderen Spielen kennt, die haben richtige Spiegelungen drin. Mit einem Bad, mit einem Vorleger und einem Handtuchhalter. Und auf der anderen Seite haben wir dann nochmal entsprechend so ein Rattankörbchen für die Wäsche. Dann die Waschecke, alles nochmal ein bisschen mit Pflanzen dekoriert. Die Toilette, muss ich dazu sagen, konnte man leider nicht weiter reinmachen, weil er immer am Meckern war, dass da irgendetwas im Weg ist. Ich habe absolut keine Ahnung, was er meint, weil draußen hatte ich noch nichts gebaut zu dem Zeitpunkt und trotzdem steht da, ist irgendwas im Weg, also musste ich die so ein bisschen in den Raum reinbauen. Und den Toilettenhalter findet man natürlich auch mit dabei. Ja, und wenn man dann hier rausgeht, dann kommt man hier nochmal ans Feld. Da hinten sind die Tomaten. Hier vorne haben wir zweimal Weizen. Genau das, was nämlich zweimal Weizen und einmal Salat fehlt auf jeden Fall noch. Und zweimal Beeren haben wir hier. Hier sollen, achso, hier ist noch die Anubis-Statue, weil ich hier auch komischerweise nichts bauen konnte. Ich weiß nicht warum. Konnte nicht durchziehen, nicht durchbauen, deswegen habe ich es jetzt so gemacht. Ich finde es eigentlich eine gute Lösung, muss ich sagen. Und hier dieses kleine Vordach beherbergt dann später die drei Endstationen von der Kochstelle. Da werde ich auf jeden Fall, vielleicht werde ich auch zwei hinstellen, muss ich mal schauen. Ich brauche auf jeden Fall eine, wo ich Torten reintun kann und eine, wo ich dann so das Essen für mich drin machen kann. Ich denke mal, vielleicht bleibt doch das in der Mitte einfach stehen und ich mache dann links und rechts die zwei anderen Stationen rein. Muss ich mal schauen. Ich glaube, das ist auch gar keine schlechte Idee. Dann hier noch den Kornspeicher und ein bisschen versteckt dahinter, damit meine Pals es nicht so bemerken. Man hat ja immer ein schlechtes Gewissen irgendwo. Ist nochmal der Palentsafter. Darüber habe ich ja auch ein eigenes Video gemacht. Ja, der ist so ein bisschen hier in der Ecke drin versteckt. Extra, damit die Pals nicht unruhig werden, sozusagen. Ja, und so sieht das Ganze dann nochmal von oben aus. Wie gesagt, das eine Dach, reden wir jetzt nicht drüber. Ich habe es wirklich einfach vergessen. Ich habe mich da mit einem positiven Gefühl an dieses Video gesetzt und ich wollte euch endlich voller Stolz zeigen, was so daraus geworden ist. Auch wenn ich zugeben muss, ja, gerade auch durch das Grüne und natürlich auch durch das Metall, durch die Metalloptik, dass mich das so ein bisschen an Gewächshäuser erinnert. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das auch so sieht. Also von innen nicht so, aber wenn ich so von oben gucke, finde ich, sieht das immer so ein bisschen nach Gewächshaus aus. Aber ansonsten bin ich doch sehr zufrieden bisher. Wie gesagt, also es werden noch einige Änderungen kommen, aber das sind halt alles mehr so Kleinigkeiten. Die Kühltruhe habe ich übrigens extra draußen stehen gelassen. Ich denke mal, die werde ich noch ein bisschen weiter oben Richtung Essen setzen. Das, obwohl auf der anderen Seite, warum sollte ich das tun? Weil das ist ja alles in einem Kreis drin. Das heißt, wenn ich da was draußen nutzen muss, dann wird das sowieso alles oben berechnet. Von daher ist es eigentlich egal, wo die Kühlbox steht. Ich habe sie dahingestellt, wo sich der Pal halt am besten auch hinlegen kann und genug Platz hat. Und ja. Ich persönlich bin begeistert. Es ist wesentlich besser geworden bisher, als ich gedacht hatte. Ich habe gedacht, ich mache jetzt noch so ein klobiges Haus, wieder über zwei Etagen, damit man bloß alles reinbekommt und so. Aber nein, ich muss sagen, ich habe diesmal alles sehr, sehr gut auf eine Etage hinbekommen. Habe natürlich
über 2,5 Etagen gebaut. Also ihr solltet 3 Etagen bauen, wenn ihr tatsächlich alle Pals drin haben wollt. Auch mit 2,5 hatten wir da schon so ein bisschen Probleme, beziehungsweise mit 2. Also da unten der Wumpo oder wie der heißt, da der Große, hat keine Probleme reinzugehen. Aber wenn hier so ein Wasserdrache, ich komme gar nicht auf den Namen, zum Beispiel drin wäre, in Feuer oder Wasser, dann denke ich, dass es eher ein bisschen Probleme geben würde. Das heißt, wenn ihr tatsächlich mit Endzeit-Pals spielen wollt, macht es einfach noch einen Stockwerk höher. Dann habt ihr auf jeden Fall keine Probleme. Ja, und ich habe dann auch extra die Kochstellen links und die Schmiedestellen, sage ich mal, da rechts, habe ich auch extra so offen gemacht, weil dann habe ich auch keine Probleme damit, dass irgendein Pal da rein muss oder sich da reinquetschen muss, sondern die können einfach draußen davor stehen. Und ja, egal wie groß die sind, im Endeffekt können sie dann da Feuer geben im wahrsten Sinne des Wortes. Und drin sind ja in der Regel auch andere Pals, die mir helfen. Also nicht die, die Feuer machen oder die, ja, in dem Fall ist es jetzt nur Feuer. Den Schlafraum hätte man vielleicht ein bisschen höher machen können. Aber ich persönlich brauche jetzt nicht so die besten der besten Pals, weil ich habe mein Hauptspiel auf einem anderen Speicherstand. Und ja, das ist halt so mein Housingstand sozusagen. Den möchte ich zwar auch noch auf 50 hochbringen. Wie gesagt, ich bin jetzt gerade 41, glaube ich. Aber es dauert halt noch ein bisschen, ne? Gerade auch mit den Bänder da hinten. Die werde ich auf jeden Fall noch austauschen und halt die anderen Kleinigkeiten, die ich euch noch eben genannt habe. Ja, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie euch das Ganze gefallen hat. Wenn ihr noch irgendwelche Anregungen habt, was man anders hätte machen können, vielleicht auch als Vorschlag für diejenigen, die ihr auch gerne bauen würden, dann schreibt es auch gerne in die Kommentare. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, haut die einfach raus, beziehungsweise in die Kommentare. Und ansonsten freue ich mich natürlich auch über jedes Like und natürlich auch jedes Abo von euch. Und dann sage ich einfach mal, bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.